Glaube, er möchte, dass ich ein Loch in die Seite von diesem Ding zaubere. Das wäre eine verdammt dumme Idee. Glaube auch. Dann gebe ich Jalan wieder Zeichen, dumme Idee. Darf ich ihn erwürgen? Verlieren wir dann was, oder? Bessere Idee, Fragezeichen. Maulgrotte. Portal angreifen. Ja, schnell wie möglich. Herz, Finn oder Steuermann. Ich signalisiere zurück, dumme Idee. Dann aber und dann vermutlich irgendwie Zustimmung. Ja, das wird die Reihenfolge sein. Ich signalisiere Eile. Oh, dieses Übersetzen macht mich krank. Oh. Ja, wirklich anstrengend. Niemand hat dich gebeten, den nervigen Hexen Gefallen zu tun. Zerstören Verbindung von Steuermann zu Arche. Erinnerung. Dryadenbaum. Das ist ein hoher Ask, dass das Attackenwort für Dryade hat. Erinnerung Archenbaum. Arche, Baum. Dämonenbaum vermutlich, okay. Jana signalisiert zurück. Ablenkung, Fisch, Mensch. Fragezeichen. Also eher das Wort für Fisch und dann für Personen. Möglich. Würfelt mal bitte eine Sich-Verstecken-Probe. Auf was geht Sinnesschärfe hinten? Intuition. Sogar okay. Intuition. Haben wir nicht geschafft? Nein, sieht alles gut aus. Okay. Ihr könnt sehen, wie eine Patrouille an euch vorbeischwebt. Wohl hinter euch, zum Glück. Und zwar 50 Meter hinter euch. Und zwar Haie, die von Hai-Reitern geritten werden. Und zwar sind das wohl Krakonier. Okay, ich hatte gerade irgendwie die innere Vorstellung von Haien, die von anthropomorphen Haien geritten werden. Und das hat mir gefragt. Nein. Es sind noch sind es nur Haie, die von Krakoniern geritten werden. Die Krakonier mit Speeren bewaffnet sind. Vor allem haben sie auch einen großen Blick in Richtung des Durchbruches. Ihnen ist natürlich klar, dass das die quasi einzige Schwachstelle ist. Sind dann wohl sehr zufrieden, stecken sich ein totes Seepferdchen in den Mund und schwimmen dann weiter. Wie viele sind das? Über den Daumen gepeilt? Vier. Vier Hai-Reiter mit Krakoniern. Ja gut, singen Sie durch Eile, Angriff, Fragezeichen. Vor allem Richtung Rafim jetzt. Kapitän entscheidet, aber Eile wichtig. Magische Tarnung? Zustimmung. Guck mal, fragen Jalan an. Knirscht mit den Zähnen und nickt mit dem Kopf. Er sagt aber nichts. Sein Mund geht auf und wieder zu, aber wir sind unter Wasser. Also soll ich eine Dunkelheit zaubern, habe mir. Nein, ich dachte mir an einen Schleier der Unwissenheit, um uns magisch etwas zu tarnen. Ja, aber die Haie werden uns doch so sehen. Die Arche darf uns nicht erkennen, die Haie. Darum mache ich mir weniger Sorgen. Aber haben sie nicht eine Verbindung mit der Arche? Und sobald sie uns sehen, weiß auch die Arche Bescheid. Hattet ihr das vorhin nicht gesagt? Ich vermute, die Haie werden vermutlich mit ihren Hai-Reitern nur kommunizieren. Ja gut, aber die Hai-Reiter werden doch dann die Verbindung zur Arche haben. Bin mir nicht sicher, wie weit dieses Kommunikationsnetz reicht. Es wäre mir auf jeden Fall sehr lieb, sollten wir die Maulgrotte stürmen, dass sie uns nicht sofort zerkaut. Nun, dann wirkt ein Schleier, habe mir. Nun, wer benötigt dann alle? Ich fürchte nicht, dafür wird meine Kraft nicht reichen. Nun. Lassen wir uns erst einmal zum Boden absinken. Wir sinken nicht, schon vergessen. Die Frage ist die folgende. Wer wird auf Sturmreiche teilnehmen? Und wer wird andere Dinge tun? Das müssen wir jetzt ausklamüsern. Attackst du das gerade? Nö. Sprich mit Arten. Warum sprichst du dann so, als würdest du es attacken? Nur ich denke, wir sollten... Jetzt gehe ich wieder zum Attack zurück. Kämpfer... Ich. Alle. Sulamin. In Arche. Kraft nicht ausreichend.
Alle. Wie viele? 4. Ich will irgendwie resignieren mit der Hand. Draußen, außerhalb von Dämon, 4 Feinde. 3 Mensch, beides. Deutet einmal in die Richtung abseits von der Arche, wo noch 4 Heimmenschen zu sehen sind, die da gerade Anemonen vergiften. Wasser in Arche? Frage? Ich gehe davon aus. Vermutlich. Und vermutlich gebe ich dann auch als Zeichen weiter. Was meint ihr mit Wasser in Arche? Ja, besteht die Besatzung der Wurzelkaiserin aus Fischmenschen oder? Naja, sind dort Menschen, die Atemluft benötigen? Naja, vielleicht ist es auch ein Reptider Paktierer, der unter Wasser atmen kann oder so. Nun, auf der Arche gab es Räume, die man vor Wassereinbruch schützen konnte, ja. Aber ich vermute, auf dieser Wurzelkaiserin, da sie ständig unter Wasser ist, meiste Zeit, werden alle Räume geflutet sein. Und nun ja, entweder sind es amphibische Lebewesen oder ja, aquatische. Dann müssen wir im Schwimmen kämpfen. Nun, immerhin haben wir jetzt Schwimmen heute. Ja, dann schlage ich mal Folgendes vor. Ihr 4 geht in die Arche und Diamantis und ich, wir sorgen für Ablenkung und stören das Ritual. Vielleicht, wenn ihr welche von den Perlen entwendet, dass sie euch verfolgen? Ich glaube nicht, dass eine Verfolgungsjagd so klug wäre. Ihr macht das schon. Klug seid ihr jetzt zum Glück. Das ist richtig. Wir könnten auch das Risiko eingehen, ungetarnt in die Arche einzudringen. Zusammen. Nicht geteilt. Moment. Es braucht ja gar nicht allein eure Kraft. Fällt mir gerade ein. Saphira. Ja? Das Verbergen vor magischer Entdeckung. Beherrscht ihr das? So wie Orana das mit dir gemacht hat? Ja, genau. Der Schleier der Unwissenheit. Nein. Oh. Das beherrsche ich noch nicht. Oh, das ist sehr schade. Hast du sonst eine Möglichkeit, unsere Anwesenheit nicht so auffällig zu machen? Harmlose Gestalt hast du. Eine harmlosere Gestalt könnte ich uns bzw. euch anbieten. Oh, das ist schon mal gut. Das würde helfen, ja, in der Tat. Wenn wir eine Ablenkung machen, dann würde ich wirklich vorschlagen, dass wir 2 Teams bilden. Ein Eingreifteam Ritual und ein Eingreifteam Arche. Wir müssen koordiniert zuschlagen und dann schaffen wir das schon irgendwie. Ich bin nicht sicher, ob es schlau ist, uns zu teilen. Gemeinsam sind wir am stärksten. Wir sollten gemeinsam zuschlagen, dort, wo es der Archivet am Wesen tut. Ist die Arche ausgeschaltet, kümmern wir uns um die Kultisten. Ich sehe immer noch nicht, wo dieses Ritual stattfindet. Sie bringen die Perlen in die Arche. Denkt ihr, das Ritual ist da drinnen? Das wäre denkbar. Dort ist die Kraft der Herren der Ersäufnis am stärksten. Also mit meiner Harpune kann ich vielleicht ein Hai ausschalten. Aber danach, wenn das noch andere Haie sind? Dann versuchen wir doch, die Haie auszulassen und uns mit dem auseinanderzusetzen, was uns in der Arche begegnet. Raffin? Jalan? Diamantis? Nichts verstanden. Was wollen? Wir wollen... Befehler? Wir wollen zuerst die Arche zerstören. Zustimmung. Innen drin
Ritualplatz, vermutlich. Ich lege so die Hand leicht nach links, leicht nach rechts im Sinne von Nicht wissen. Möglich. Wahrscheinlich. Ihr Kapitän, Ihr Befehl. Ich gebe einfach nur dreimal Angriff oder los oder was auch immer das korrekte Wort ist. Diamantes? Bereit? Ja. Gut, dann vernichten wir die Arche. Okay, das bedeutet, ihr wollt euch trennen? Habe ich das richtig verstanden? Nee, zusammen. Zusammen? Zusammen. Okay, weil ich dachte jetzt irgendwie drei Leute, die dann... Okay, ihr wollt jetzt dann, auf diesen Maulgrotte zuspringen? Ich habe Zafira von Ihnen ausgelassen, aus Versehen, tut mir leid. Wollt ihr einfach auf die Maulgrotte zuschwimmen oder wie hättet ihr es gerne? Es gibt sicherlich da unten irgendwas am Boden, was man als Deckung verwenden kann. Ja, klar, also ihr könnt irgendwie über Stützstreben, über die Struktur da, die eingebaut worden ist, könnt ihr euch ungefähr, ich sag mal, 20 Meter herantasten. Du sagtest, die Maulgrotte ist der Einzelzugang, oder? Ich hab das verstanden. Die Maulgrotte ist der Einzelzugang. Ich frage mal, Boltax, denn wenn der Matare Mais was reinbrennen konnte, aber er wollte er nicht. Ich hab dich nicht verstanden. Ja, natürlich also, nicht, ich brech Attack. Elementares Eis wird kein Wort haben. Ja, ich denke, wir machen das. Also wir tasten uns so weit wie möglich gedeckt daran. Dann warten wir ab, bis die Heilreiter günstig an uns passieren. Also bis sie am weitesten entfernten Punkt sind, den wir abschätzen können. Und dann geht's so schnell wie möglich hinein. Wenn das Ding dazu schnappt, sind wir alle erledigt. Das ist dann so. Ist die Frage, wollen wir vorher, soll ich vorher, wo ich einen Schleier der Unwissenheit auf drei oder vier Leute wirken und der Rest wird von Zafira mit einem harmlos Gestalt belegt? Oder ungetarnt? Könnte sich lohnen, oder? Wirkt harmlose Gestalt gegen Astralsinn? Harmlose Gestalt wirkt nicht gegen den Mond. Das ist ein Einfluss-Illusion-Zauber, beides bringt nichts. Genau. Mond sind nur resistent gegen Einfluss, nicht immun. Steine-Eigenschaften wirken schon gegen Dämonen. Wirken gegen ihre Astralsicht. Ja, harmlose Gestalt aber nicht. Ja, wegen der Illusionskomponente. Ja, das wird sein. Wenn man jetzt eine Isarun hätte. Die hatte auch harmlose Gestalt. Die hatte vor allem den Schleier auf sonst was. Ja, und wenn ihr Kasim hättet, hättet ihr euch noch reinbrennen können. So ein Eismagier wäre auch ganz cool. Okay, warum kannst du den Schleier nicht auf uns alle machen? Hast du nicht genug ASP? Es kostet 2 ASP plus blockieren ASP, also... Das klingt jetzt nicht so teuer. Ja, bei 8 Leuten vielleicht schon. Hast du nicht einen Astraltrank? Unter Wasser? Nein. 8 Leute, 2 sind 16 plus blockierende. Das ist ein Happen. Okay, gehen wir es an. Lohnt es sich, es nur auf einen Teil der Gruppe zu sprechen? Nein. Nein. Okay. Ja, halt weil ansonsten nicht richtig. Wenn ein Dämon ums Eck kommt, muss dann halt einer an diesen Dämon denken. So oder so. Und mit nur 2 ASP ist es wahrscheinlich, dass man, dass einer gesehen wird. Es wird wieder Zeit für eine Sichtverschränkungsprobe. Diesmal habe ich eine ganz gute Sinneschärfe gewürfelt. Ja, ich schaff's nicht. Habe mir nicht, Rafim nicht. Gut. Rafim ja wohl. Naja, nicht konkurrierend. Ich glaube, du möchtest dir eins neu würfeln. Lohnt es sich erst, wenn die anderen ihre Probe nicht geschafft haben? Ist die Frage. Ich lasse euch die Wahl. Wollt ihr gegen Haireiter oder gegen Wehrhaie kämpfen? Wehrhaie. Seriously? Wehrhaie klingt echt awesome. Okay. Ja, das ist schon ziemlich cool. Ich wollte schon mal Hai werden. Jetzt hast du die Chance. Gut, dann, ihr könnt natürlich auch noch meine Sinneschärfe könnt ihr auch mal neu würfeln lassen, wenn ihr wollt, wenn ihr meint, dass euch das irgendwie weiterbringt. Bringt es dir was, nur auf der 1 schlecht zu würfeln, dann muss ich die ganze Probe wiederholen lassen. Also, ihr müsst dann eine konträre Sinneschärfe-Probe schaffen. Bringt dir nichts, aber mir hat minus 3 Punkte, die haben schon eine 3 erleichtert. Ja, du hast recht. Also, ich habe auch minus 3. Gut. Dann könnt ihr Initiative würfeln. Wir sind jetzt 20 Meter vor dem Ding, ja? Ihr seid 20 Meter vor der Arche, genau. Können wir da nicht einfach reinschwimmen? Das ist, also die werden schneller sein als wir. Abwarten. Sind wir wenigstens so intelligent und haben unsere Waffen schon gezogen? Also ihr habt sowieso, also ich meine schwimmen, okay, schwimmen ist halt... Wie bestimmt sich Initiative unter Wasser? Normal oder ist das eine Schwimmprobe? Nee, es ist eine normale Schwimmprobe. Also, normale Ini, okay. Gut, dann, ich guck gerade mal, wie sind die Entfernungen, wie sind die Abstände so. Ich schmeiß euch alle auf einen Haufen.
die anderen auf die. Dann könnt ihr einfach mal mit Steuerung C, Steuerung V. Und ich würfel für die Wehrhaie nur eine Initiative. Vermutlich klüger. Okay. Ja, Hammerhaie sogar. Oh, Junge. Jetzt willst du es wissen, oder? Naja, also das spielt ja nicht so große Rolle. Bis Diamantis gleich sagt, ich schieße aufs Auge. Ja, also wenn er Haie hat, dann kann er auf Haie ansagen. Ja, unter Wasser ist Schießen sowieso ein bisschen schwer. Ja, genau, wer schießt denn unter Wasser? Lass mir den Spaß doch einfach. Warum müsst ihr immer mit Logik und Realität an sowas rankommen? Weil du in es gibt, der ja, auch, damit es gibt ja auch keinen Auftrieb. Und trotzdem denkt ihr, dass Steine nach unten sinken. Warte, andersrum. Und trotzdem denkt ihr, dass Steine langsamer nach unten sinken als an Land. So. Ja, weil das eine völlig absurde Konstruktion ist. Gut, Rafim, du bist auf der, was, 19? Ja. Dann, sie haben euch entdeckt und schwimmen auf euch zu. Dann könnt ihr euch noch grob irgendwie so sortieren, dass ihr alle nebeneinander schwimmt. Und wir beginnen mit Mira. Die sind, nehme ich gerade an, in einer starken Vorwärtsbewegung, richtig? Also die sind in einer starken Vorwärtsbewegung, richtig. Ganz kurz die Regeln zu dem Kampf in drei Dimensionen. Dazu schlagen wir auf Efforts Wogen. Und dann können wir mal gucken. Können wir das jetzt mit aufschlagen oder hast du das im Griff? Ihr könnt gerne mit kontrollieren auf Seite 140. Der Kampf wird in einem Positionssystem in drei Dimensionen abgehandelt, wobei wir uns jetzt aktuell in zwei Dimensionen bewegen. Die Rauf-Runter-Bewegung spielt, glaube ich, aktuell nicht so eine große Rolle. Es sei denn, ihr sagt, ihr möchtet noch irgendwie nach oben oder sowas tauchen. Ja, wir sind ja gnädigerweise im Moment im Grunde am Boden. Genau, am Grunde im Boden. Also ihr könnt auch noch nach unten tauchen, ne? Ihr seid so, ich weiß nicht, 2 Meter über dem Meeresboden. Aber ihr würfelt jede Runde eine Positionsprobe, und zwar als Talent Schwimmen. Das bedeutet, zum Beginn der Kampfrunde eine Schwimmprobe und die Punkte, die übrig bleiben, die könnt ihr benutzen, um den Kampf zu modifizieren. Und zwar könnt ihr eure TP erhöhen, ihr könnt eure Attacke erhöhen, eure Parade erhöhen oder die Attacke des Gegners schwächen, und indem ihr einfach schneller oder sowas wegschwimmt. Ihr könnt auch eure Geschwindigkeit erhöhen, wenn ihr denn mehr Meter wegmachen wollt, also wenn ihr fliehen wollt. Das gilt natürlich auch für die Gegner. Auch die können schneller schwimmen, wenn sie das in Schwimmen reinstecken. Folgende Frage, und ja. Zwar, ich habe ja das Meisterhandwerk Schwimmen. Und das Meisterhandwerk, gerade wenn wir ein Meisterhandwerk zum Beispiel für Handwerkskunst oder so nutzen, dann ist es ja eine durchaus längerfristige Tätigkeit. Also du kannst kochen. Für ASP kannst du jede Runde deinen Schwimmwert umsonst boosten. Ja, ja. Umsonst? Nee. Naja, also du musst halt. Wissen will, ist, wie viel es ihn kostet. Richtig. Also er möchte jetzt einmal Meisterhandwerk ansagen und dies für jede Probe pro Kampfrunde benutzen können. Richtig. Ich denke nicht, dass das drin ist. Okay, das war nehmen wir an, du hättest Meisterhandwerk ausweichen, dann würdest du auch nur einfach eine ausweichen. Du kannst nicht können. Meisterhandwerk ausweichen. Sorry, haben. Nehmen wir an, du hättest Meisterhandwerk Akrobatik. Würdest dann Akrobatik boosten, würdest du auch nur eine Ausweichenprobe geben. Ja, gut, das macht Sinn. Gut, dann beginnen wir. Und zwar Kampfrunde 1. Ihr dürft alle eine Schwimmprobe würfeln und Mira kann da natürlich auch ihre Punkte dafür benutzen. Wir würfeln jetzt erst alle unsere Probe. Alle haben die Schwimmprobe und das gilt auch natürlich für die Wehrhaie. Die haben natürlich. Oh, das nehme ich. Eine Frage noch. Ja? Wie weit sind wir entfernt und wie viel Geschwindigkeit kann ich zusätzlich aufbauen zu meiner normalen Geschwindigkeit? 14 Meter entfernt zurzeit. Und du kannst einen Punkt schwimmen in einen Punkt GS stecken. Wie viel GS hat man im Grund überhaupt unter Wasser? Gute Frage. Ich glaube eineinhalb oder so. GS eineinhalb. Okay. Wie viele Punkte hat Mira in ihrem Schwimm-THW? Ja, ist auch eine gute Frage. Ist das bei 7, 8, 10? Ich würde sagen. Es ist ja ein allgemein schwimmendes Wesen. Also würde sonst über den Gefahrenwert sonst auch laufen? Ich würde sagen, der Gefahrenwert von einem Eisbär im Wasser ist 12, würde ich sagen. Okay, dann würde ich gerne 5 ASP von vornherein investieren, um den rauszuziehen.
Die Frage ist, machst du jetzt den mördermäßigen Sturmangriff oder verpisst du dich jetzt? Ich verpisse mich. Okay. Natürlich die Frage, wohin. Gut, wir fangen erstmal an mit Mira. Mira ist auf der 8. Was tut Mira? Wie lange hält denn jetzt diese Schwimmprobe? Das ist meine Frage. Diese Kampfrunde. Diese Kampfrunde, genau. Okay. Das bringt also erstmal... Dann würde Mira, glaube ich, jetzt so nach vorne gehen, dass sie hier die Flanke deckt. Den Rest sich für Paraden aufheben und ihre eigene Parade boosten. Oder den gegnerischen Angriff erschweren, je nachdem, wie du sehen möchtest. Also, egal. Gut, das heißt, sie möchte erst einmal defensiv bleiben und die Schwimmsachen auf die Parade setzen. Du, Boltax 12. Ja, ich habe eben gerade meinen Schwimmwert rausgekickt, komischerweise. Ich würfel auf Gewandtheit, Konstitution und Körperkraft. Und zwar mit einem 19er Wert jetzt. Ja, du hast aber oben schon eine Probe gewürfelt. Oh, habe ich? Ja, 19, 15, 19. Okay. Und wir können da gerne die 19, wir können die 19 gerne wieder drauf aufschlagen, dann hast du halt ja, noch 5 Punkte. Das habe ich ja gewürfelt, bevor du angesagt hast, dass du ich schwimmen soll. Achso, ja. Okay. Du hast, also wie gesagt, das ist gerade, wo der THW rausgeflogen ist. Also ich weiß nicht, wie es funktioniert hat, aber. Okay, dann hast du jetzt 5 Punkte über. Genau, 5 Punkte. Oder du schiebst die Probe. Nee. Hä? Nein, ich habe die Probe noch nicht gewürfelt. Also ich habe die du Probe hast doch gewürfelt. Ja, warte doch mal. Ich habe die Probe gewürfelt gehabt, bevor Rosti gesagt hat, ich soll würfeln. Normalerweise nehmen wir die Proben dann nicht. Nein, ich habe gesagt, am Anfang der Kampfrunde. Normalerweise nehmen Anfang wir den der Kampfrunde. Alle anderen haben auch schon schwimmen gewürfelt. Zulamin hat schon schwimmen gewürfelt, Jalan. Okay. Also du auch. Ja, komm, dann schippe ich die. Alles okay, cool. Dann nehmen wir deine 16, 12, 5. Alles klar. Klingt fair, oder? Das heißt, dir fehlen 5 Punkte auf der Gewandtheit. 4. Ich habe Gewandtheit 11. Ja, okay, 4. Ich dachte, das wäre eine 16. Nee, doch 5, ich kann nicht rechnen, sorry. Ah. Das ist eine 16. Nein, okay, das ist meine eigene Schuld, sorry. 14. Ich bin einfach nur blöd. So, genau, das heißt, ich habe insgesamt 14 Punkte über. Die strecke ich alle in Schwimmen nach vorne schnell, plus meine halbe Geschwindigkeit, das wären 5. Das heißt, ich kann 19 Meter weit schwimmen, Richtung der Mundöffnung. Okay, du möchtest ins in die Maulgrotte, alles klar. Das war der Plan. Ja. Zumindest hat er da Deckung. Was habe ich gesagt? Eben 20 Meter habt ihr noch entfernt. Das heißt, wenn du alle Punkte da reinsteckst, dann bist du quasi da. Alles klar. Richtig. Dann kannst du dich schon mal rausnehmen. Setz dich mal dahin. Ja. Beziehungsweise müsste reichen, ne? Ja, genau. Alles klar, du bist raus. Gut. Dann, 18. Chamul, beziehungsweise die Wehrhammerhaie sind dran. Die lassen den Zwerg entkommen, der ist in den Gal und ich hatte noch keine Schwimmprobe gewürfelt. Genau, sind, das wollte ich nämlich gerade erstmal fragen. Genau, sie sind unter Wasser, würde ich sagen, eine Qualität 6. Das heißt, sie würfeln auf die 16, 16, 16 mit dem Talentwert, das muss ich gerade mal nachgucken. Ich glaube, 15. Die sind nicht so. Ah, das geht jetzt gar. 15. Das heißt, sie haben alle Punkte übrig und können 15 Punkte mehr Schaden machen oder eure Paraden erschweren und pam 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 pam. Ich gucke gerade mal. Wir haben Geweihte. Ja, hier, zweimal. Dann möchte ich einmal Rafim machen, dann möchte ich einmal Jalan machen, dann mache ich einmal Mira und wir machen Sulamin. Gut, ich möchte vorziehen. Gut, Sulamin. Ich möchte eine Liturgie sprechen. Und zwar schnell wie eine Eidechse auf Grad 3. Wie sind die Erschwernisse hier unten? Ja, das müssten wir jetzt einmal durchgehen. Ist das wichtig, wie hoch die Erschwernis für dich ist? Es ist wichtig, wie viele Punkte ich übrig behalte, gut, ja. Gut, das war die Frage. Dann gehen wir einmal bitte die Tabelle durch. Okay, Notlage. Ja. Gut, minus 3. Kirchlicher, göttlicher Auftrag. Ist ja kein Auftrag von deinem Gott. Kann bis zu minus 7 geben. Dann gebe ich dir minus 2. Minus 3. Okay. Minus 3, gut. Kein magischer Zwang, kein Erdbrecher, Liturgie noch nicht gescheitert, geweihter Boden, nein. Ungläubige und Zweifler. Voller Ungläubiger und Zweifler. Ja, es sind aktuell mehr Charybdoroth-Paktierer oder Anbeter da als Zwölfgöttlich. Aber nicht hier.
Also im Umkreis von 20 Metern ist eine Arche neben euch. Im Umkreis von 21. Ja, aber ja, okay. Ich würde, also als nächstes kommt in einer anderen Welt, zum Beispiel im Limbus gelegen. Nein. Und es gibt auch noch dämonisch durchdrungenes Territorium. Das ist es nicht. Aber ihr seid im Territorium von Ungläubigen. Gut, also gibt es die plus 3, aber nicht die plus 7. Dann, wir haben nicht den Monat Raya, haben aber auch nicht die namenlosen Tage. Die Liturgie greift ordnend ins Weltgeschehen ein? Fragezeichen. Nee, die Liturgie nicht. Stört gefährdet, aber die Ordnung der Welt auch nicht. Was war es? Mehr gibt's nicht. Ja, dann kommt, noch, dann kommt noch die plus 4 für Grad 3 drauf. Das heißt, es gleicht sich komplett aus. Wie lange dauert die? Eine Aktion. Okay. Du könntest sogar zwei durchbringen, bevor die bei dir sind. 16. Gut, das ist 16. Gebt mir einen Moment, das kommt auf meinen Ausweichenwert drauf. Gut,